gibt tausende Videos, wo Leute Häuser, Städte oder sogar ganze Server griefen. Abgesehen davon, dass es eigentlich gar nicht mal so cool ist, werden diese Videos recht gut geklickt. Doch wer war der allererste, der so ein Video gemacht hat und wo ist er heute? Dafür müssen wir fast 14 Jahre in die Vergangenheit reisen, als Minecraft noch so aussah und die meisten meiner Zuschauer noch nicht existiert haben. Denn 2010 kam Mike Nenners, welcher auch eine Katze als Profilbild drin hat, was auf jeden Fall ein Abo wert ist, auf die Idee, eine kleine Videoreihe namens Let's Grief Minecraft zu machen. Anstatt wie heutzutage mit Comments, Cheese und so weiter zu griefen, hat er es auf die altmodische Weise gemacht. Kisten von anderen abgebaut und die Items geklaut. Und sein letztes Video war vor 6 Jahren.